Du verschandelst sie nicht, weil sie ein beweglicher Sprite ist, stimmt's? Psst. Muss ich da irgendwas zwischen setzen? Diese Säule verschandle ich nicht. Sie soll als Symbol des Schreckens misslungener Innenarchitektur für alle Zeiten bestehen bleiben. Du verschandelst sie nicht, weil sie ein beweglicher Sprite ist, stimmt's? Psst. Nicht mit Säule, ich will das mit Tür. Kann ich das noch mit der Tür? Ist er denn jetzt gefangen oder nicht? Komm schon, sei nicht so fies. Ich weiß, es ist ein kaputtes Stuhlbein. Aber es ist immer noch ein Stuhlbein. Kann ich das Stuhlbein nicht mit der Tür irgendwie kombinieren? Nee, kann ich auch nicht. Dann kann ich das Ding nur vorschieben. Noch ist er nicht gefangen, ja, aber... Der hat doch vorne einen Stuhl. Vielleicht kann man den benutzen. Ha! Da ist ein Stuhl. Geh um die Ecke. Ah, nee, da kommt er schon wieder. Nicht so schnell, Süße. Hab ich dich doch noch erwischt. Wie kommst du nur dazu, hier frei herumzulaufen? Und wie bist du da rausgekommen? Marsch, zurück in die Zelle! Willst du meine Antwort hören? Läppisch. Da musst du schon früher aufstehen. Er ist den ganzen Kopf kürzer als du. Mann. Okay, Houdini. Ich weiß zwar nicht, wie du entkommen konntest, aber eins ist sicher, nochmal wird das nicht vorkommen. Versuch Nummer eins, ja? Kann ich den Stuhl nicht mitnehmen? Wieso? Er ist kaputt. Das ist doch egal. Ja, gut. Dann schauen wir doch mal. Haben wir da noch irgendwas? Was sehen? Noch rausgehen, ne? Ich habe einige gebraucht. Okay. Wollte jetzt eigentlich reingehen. Ja gut, dann gucken wir noch mal, wie
wir diese Tür dazu kriegen. Immerhin war der Ansatz schon mal richtig. Ja, hoffe ich doch. Damit die nicht nehmen. Das macht jemand anderes weg. Okay. Ich würde gerne den Kegel nehmen. Wozu? Die sind unvollständig. Die Bowlingkugel. Die schleppe ich bestimmt nicht mit mir herum. Benutzen? Geht nicht. Die Kegel sind nicht vollzählig. Okay, meine Damen, ich wünsche dir was. Warte. Wahrscheinlich denke ich jetzt gerade wieder zu viel. So, gehen wir nochmal rein. Ich muss ihn ja da reinlocken und ich habe alles, was ich mitnehmen kann. Oder? Ja. Ja, zum Flur. Dufte lieber. Warte gefälligst! Dann gehen wir da rein. Ich bin auch reingegangen. Was soll das? Wie kommst du nur dazu, hier frei herumzulaufen? Das war nicht wie bist genug. Du da rausgekommen? Marsch zurück in die Zelle! Willst du meine Antwort hören? Läppisch. Da musst du schon früher aufstehen. Yep. Okay, Houdini. Ich weiß zwar nicht, wie du entkommen konntest, aber eins ist sicher, nochmal wird das nicht vorkommen. Okay, nächstes Mal bin ich schneller. Klar, ich wusste nicht, dass er mir so schnell hinterherkommt. Gucken wir mal. Nochmal wird es nicht vorkommen, hat er gesagt. Ja, das hoffe ich auch. Also... So? Hey! Oh oh, ich verdufte lieber. Dann ein Klick in die Tür rein. Warte gefälligst! Und dann ein Klick ins Fenster rein. Was soll das? Komm sofort wieder rein! Du brichst dir doch alle Knochen. Komm doch raus und hol mich. Ja. Nicht doch. Hat unser Minigolf-Profi etwa Höhenangst? 1, 2, 5, Feigling, ja. Feigling. Ja, lach nur. Aber irgendwann wirst du da runterkommen müssen. Nein. Dann kannst du was erleben. Wüsste ich nicht. Ich krieg eh nur Wasser und Brot. So. Dann schauen wir. Okay, ich kann also nicht nach vorne, um den Stuhl zu holen, weil dann kriegt er mich wieder. Ja, geh da rein. So. Das heißt, Versuch Nummer. Also Türversuch Nummer 2. Die Säule hin. Thank you.
kann man mit dir reden? Wie geht es dir jetzt, Säule? Ich fühle mich von allen herumgeschubst. Kann man dich... Nee. Es ist zu hoch. Ich komme nicht an. Schade. Was hältst du von dieser Säule, Harvey? Kitschig. So, irgendwie muss ich da aber jetzt raus. Erstmal mache ich mal das wieder. Ich will immer einen da haben. Und das irgendwie... Diese Säule verschandle ich nicht. Sie soll als Symbol des Schreckens misslungener Innenarchitektur für alle Zeiten bestehen bleiben. Du verschandelst sie nicht, weil sie ein beweglicher Sprite ist. Stimmt's? Psst. Können wir da nicht... Jetzt lässt sich die Klinke nicht mehr runterdrücken. Was zum... Hey! Was soll das? Ich bin hier noch drin! Hallo! Holger! Dr. Marcel! Irgendwer! Zellfrei. Danke. Wofür Bücher doch alles gut sind, ne? Ja gut. Klar. Logisch. Dann? Gucke mal. Gehe zu Stuhl. Na, mein vierbeiniger Freund? Ein stuhliger Stuhl. Stuhlvolles Beispiel der Stuhlhaftigkeit. Das ist offensichtlich die Tür zu meiner Zelle. Ich hatte mir diese Seite anders vorgestellt. Hast du? Echt? Was sagst du nun, Tür? Ich bin draußen. Ich bin draußen? Ha, sie schmollt. So, das heißt, wir haben eine Treppe und da können wir runtergehen. Und das speichere ich auch. Ha, geschafft. Stockwerk 1. Wie viel gibt's? 20? Ah, okay. Sichtfenster runter. Da sitzt ein Wächter in dem Raum. Er starrt auf eine Wand voller Überwachungsmonitore. Sie ist sehr verschlossen. Ne? Da drin sitzt ein Wächter. Wenn ich laut genug rufe, kann er mich vielleicht hören. Auf der anderen Seite, genau das will ich ja vermeiden. Ist richtig. Aber wenn ich in die Tür gehe, gehe zum Flur, gehe zur Tür... Poki, ich kann hier, glaube ich, außer weitergehen nichts machen. Was ja, wenn du? Man alles selbst zeichnet und kein Budget zur Verfügung hat, dann kann man auch eine Reihe von Räumen zeichnen, die überhaupt keinen spielerischen Wert haben. Außer, dass sie halt ein paar mehr Ausgänge zur Verfügung stellen. So ein Raum ist dieser hier. Ich mag ihn. Das habe ich mir glatt gedacht. Lustige Buchstaben. Kann ich da rein? Oh oh, da sitzt ja einer. Bist du das, Neuer? Ich bin der Neue. Wer sonst? Ja, wer sonst? Hör mal. Stör mich nicht, okay? Okay. Ich durchwühle doch keine Mülleimer. Ach ja? Seit wann? War gelogen. Ich wollte nur gucken, wie es sich anfühlt, das zu sagen. Da ist nur ein Jahresvorrat durchsifter Papierbecher drin. Hallo? Jemand zu Hause? Ah! Oh.
Verschwinde! Das ist meine Mülltonne! Robi! Habt ihr das auch gesehen? Ah nee, Oscar heißt ja. Nee, Grobi war der andere, ne? Copyright-Verletzung. Da ist nur ein Jahresvorrat durchsiffter Papierbecher drin. Ist auch gut, die kann man Auswahl nehmen. Ist groß. Ich nehme ein besonders siffiges Exemplar. Oscar war das, genau. Captain Unbrauchbar hat einen speziellen Spender für Pappbecher am Gürtel. Wenn man das Wasser aus dem Basonko-Becher trinkt, schmeckt es etwas besser. Niemals! Das ist die Erstausgabe! Du solltest was zum Mülleimer sagen. Okay, Wasserspender. Erstmal so ansehen. Der ist ja leer. Wer wohl das ganze Wasser getrunken hat? Ach nein. Ja, oder doch? Blub, blub. Blub, blub. In diesem Bild sucht Captain Unbrauchbar die Herrentoilette. Okay. Was haben wir hier noch? Pflanze. Bei der Luftfeuchtigkeit hier drin fühlt sie sich offensichtlich sehr wohl. O Flora, Göttin aller Sandalenträger, hörst du mich? Was wünschst du, Sterbliche? Ich würde gerne etwas über meine Wurzeln erfahren. Du trägst die Wahrheit bereits in dir, Edna. Okay. Finde ich in cool. Diesem Bild gießt Nützlich Boy die Blumen vorm Tiefparterre Cave. Oh, das hatten wir ja schon mal. Monitorwand. Manche sind erleuchtet, andere sind dunkel. Je nachdem, ob das Licht in den Räumen brennt. Oh, Monitor-Orakel, was willst du mir mitteilen? Um meine Botschaften zu empfangen, musst du nur lange genug hinsehen. Okay, cool. Captain Unbrauchbar guckt gerne, wer wird Millionär? Man wird ja wohl noch träumen dürfen. Er beachtet mich gar nicht. Er starrt wie gebannt zur Monitorwand. Er starrt wie gebannt zur Monitorwand. Nicht jeder weiß, was das Wichtigste beim Schmeißen ist. Ah nee, mit dem reden will ich gar nicht. Möchtest du lieber was lesen? Oh. Nerv nicht. Fernseh-Junkie. Okay, was haben wir hier noch? Kontrollpult, Schlüssel und Fernseher. Das sieht kompliziert aus. Warp 5! Energie! Der Generalschlüssel! Ich muss ihn unbedingt haben! Aber wie stelle ich das an? Okay. Komm, put, 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 put! Okay. Der Fernseher ist aus. Ja, kein besonders ansprechendes Design. In diesem Bild hat Captain Unbrauchbar den Schlüssel zum Tiefparterre Cave verloren. Captain Unbrauchbar kann allein Kraft seiner Gedanken den Kontostand kontrollieren. Oh. Ach, schau doch nicht so traurig, Captain. Captain Unbrauchbar guckt gerne, wer wird Millionär? Man wird ja wohl noch träumen dürfen. Okay, das sagt er da auch, okay. Oh, in diesem Raum ist sehr viel zu erzählen. Also erstmal ist hier das ganz prominent an der Monitorwand das wohl absurdeste und am meisten kritisierteste Rätsel, was es in Edna Bricht ausgibt. Findet es selbst raus und bitte hasst mich nicht dafür. Und zweitens ist hier natürlich ganz prominent im Bild der Wächter namens Blase, mit dem es einen aus meiner Sicht gelungensten Dialoge gibt. Ich fand einfach die Idee toll, dass man versuchen muss, an den Generalschlüssel zu kommen, der ihm da am Gürtel baumelt, indem man halt versucht, ihn zu überreden, dass er doch eigentlich aufs Klo müsste, weil er halt Spoiler. Den ganzen Wasserboiler leer getrunken hat. Ich habe da selbst halt eine Art sadistischen Spaß bei entwickelt, halt einfach ihn irgendwie immer weiter mit diesen Dialogoptionen zu quälen, wo man ihn halt irgendwie auf Wasser ansprechen kann.
und halt irgendwie, dass alle Gesprächsoptionen darauf hinauslaufen, dass ein Bild vom, ich weiß gar nicht, wie oft ich auf Toilette gegangen bin, als ich diesen Dialog geschrieben habe. Auch bemerkenswert ist vielleicht das Gespräch mit dem Mülleimer hier. Es war so eine dieser Situationen, wo ich halt irgendwie um 3 Uhr oder 4 Uhr nachts, während ich die Texte geschrieben habe, also schon längst mit dem Zeichnen fertig war, mir halt irgendwie eingefallen ist, ja so, was schreibst du denn da jetzt? Jetzt redet sie auch noch mit dem Mülleimer. Und dann ist mir eingefallen, ja, könnte doch halt irgendwie so ein Oscar aus der Mülltonne in diesem siffigen Wasserbecher-Gewusel halt irgendwie wohnen und einfach zurücksprechen. Das wäre halt sehr überraschend. Dann tatsächlich habe ich diesen Gedankengang nicht so gedacht, sondern tatsächlich habe ich plötzlich angefangen zu kichern. Ich habe irgendwie 5 Minuten gekichert und dann war ich mir ziemlich sicher, ich muss das machen, auch wenn es totaler Wahnsinn war, halt dann plötzlich wieder anzufangen zu zeichnen und halt irgendwie diesen Oscar, wie er halt irgendwie aus der Mülltonne kurz rauskommt und dann noch eine Talk-Animation, das Ganze einzubauen, während ich halt eigentlich schon längst an den Dialogen geschrieben habe, also an den Objekttexten. Aber einfach, weil ich selbst halt so gekichert habe, habe ich gedacht, das musst du machen, das kannst du jetzt nicht weglassen. Dann habe ich das noch gemacht, dann war ich halt noch eine Stunde länger auf oder zwei oder... Ich weiß es nicht mehr. Ah, nicht schlecht. Aber wieder ein Spoiler drin. Dann reden wir doch mit ihm. Ich störe ja nur ungern, aber... Fass dich kurz. Ich bin nicht der Neue. Ach ja? Und wer bist du dann? Um ehrlich zu sein, bin ich eine entlaufene Irre. Entlaufene Irre. Ja, ja. Hör mal, Neuer. Wenn du nur zum Herumblödeln gekommen bist, kannst du auch genauso gut wieder gehen. Okay. Ich störe ja nur ungern, aber... Fass dich kurz. Was haben wir noch? Das glaubt er mir ja eh nicht. Ist das da der Generalschlüssel? Und ob. Und mit dem bekommt man alle Türen hier auf? Oh, alle bis auf eine, ja. Welche Tür bekommt man denn damit nicht auf? Es gibt da diesen einen Raum im zweiten Stock. Okay. Der Doktor hält ihn immer verschlossen. Und den Schlüssel bewahrt er oben in seinem Büro. Einmal am Tag jedoch, immer zur gleichen Stunde, öffnet er den Raum und schließt sich selbst darin ein. Wir wissen nicht, was Dr. Marcel darin aufbewahrt oder was er dort tut. Aber Stiesel schwört, dass er einmal Geräusche aus dem Raum kommen gehört hat. Ein Schluchzen oder Wimmern. Gerade als der Doktor drinnen war. Okay. Unheimlich, nicht wahr? Ich habe eine Gänsehaut. Zweitklassiger Werbung, ja, der Neue. Zurück zum Generalschlüssel. Was denn noch? Ach, jetzt kann ich das wenigstens weiterführen. Kann ich ihn haben? Ich habe meinen verlegt. Guter Witz. Als würde Dr. Marcel dir einen eigenen Generalschlüssel anvertrauen. Dieser Generalschlüssel ist das wichtigste Objekt im ganzen Haus. Nicht einmal Hulgor hat einen eigenen. Und einem Noob wie dir gebe ich ihn bestimmt nicht. Okay. Zurück zum Generalschlüssel. Was denn noch? Ist er genervt? Kann ich ihn haben? Dr. Marcel sagt, ich soll ihn bekommen. Ich glaube kein Wort. Der Doktor würde den Schlüssel niemals jemand anderem anvertrauen. Und dir schon gar nicht. Zurück okay. zum Generalschlüssel. Was ein langes denn Gespräch noch? Hier. Kann ich ihn haben? Hulgor schickt mich, ihn zu holen. Hulgor kann selbst kommen, wenn er ihn haben will. Hulgor ist... Naja, er ist verhindert. Verhindert? Wo steckt er? In einem Schra... Edna! Er... therapiert seine Klaustrophobie. Dann braucht er auch den Schlüssel nicht. Zurück zum okay. Generalschlüssel. Was denn noch? Kann ich ihn haben? Ich muss ins Lager das leere Wasser auffüllen. Tja, da kommst du zu spät. Das war schon das letzte Wasser. Du hast das ganze Lager leer getrunken? Oh, irgendwie schon. Oje, was habe ich mir nur dabei gedacht? Ah,
Okay, da wollen wir gleich hin. Das Was will guckst ich aber du noch. Da? Ich gucke den Bekloppten zu. Eigentlich sehe ich ja lieber fern. Aber irgendwie ist schon wieder was mit der Antenne. Schande auf diese unzuverlässigen Antennen. Ja, so schlimm ist das auch wieder nicht. Die Hirnis sind ganz unterhaltsam. Nur, dass man langsam selbst bekloppt wird, wenn man zu lange auf diese Monitore starrt, beginnt man Buchstaben darin zu sehen. Okay. Hast du etwa das ganze Wasser getrunken? Erinnere mich nicht daran. Ich müsste eigentlich längst aufs Klo. Aber ich soll meinen Posten nicht verlassen. Als wenn bei den Irren jemals irgendetwas passieren würde. Gott sei Dank bin ich, was das anbetrifft, sehr strapazierfähig. Man nennt mich nicht umsonst Blase. Ah. Geh doch einfach. Ich passe so lange auf. Hey! Das hier ist eine verantwortungsvolle Aufgabe. Es geht nicht darum, einfach nur rumzusitzen und die Zeit totzuschlagen. Das hätte ich auch nie gedacht. Wow, das ganze Wasser? Oh, erinnere mich nicht daran, bitte. So lange zurückzuhalten ist ungesund. Ich halte das schon aus. Man nennt das die Blase. Okay. Dein Blasenvolumen muss monströs sein. Tja, ich bin als Kind in den Kessel gefallen. Du meinst in den Kessel mit Zaubertrank? Nein, einfach nur in den Kessel. Apropos Wasser. Oh, geil. Ich war in den Ferien am Pazifik. Endlich auf über Wasser zu reden. Oft stand ich stundenlang am Ozean. Und das Meer rauschte. Und die Wellen wogten hin und zurück. Wow. Wow. Hin. Wow. Und zurück. Wow. Husch. 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 Pinkelpause. Wusstest du, dass wir auf dem Mars Spuren von Wasser gefunden haben? Hör endlich auf, über Wasser zu reden. Von Rinnsalen, die jahrzehntelang das Gestein umspült haben. Stopp. Ganze Bäche soll es da gegeben haben. Reißende Ströme, die hektoliterweise Wassermassen durch enge Schluchten gepresst haben. Gleich ist es soweit. Gleich bring ich dich um. Ah, ich find's gut. Ah, ich bin immer noch ein bisschen krank. Ich habe gehört, es soll Regen geben. Hör endlich auf, über Wasser zu reden. Ja, im Ernst. Es soll ein richtiger Wolkenbruch werden. Oh. Anfangen soll es als harmloses Nieseln. Aber dann soll es richtig gießen. In Strömen. Ich schwöre, ich bring dich um. Ein wahrer Sturzbach wird da auf uns niederprasseln. Plitsch, platsch. Plitsch, platsch, platsch, platsch. Warum tust du mir das an? Plitsch, platsch. Wenn ich nach Hause komme, gehe ich erstmal baden. Endlich auf über Wasser zu reden. Ist es nicht angenehm, wenn der Unterleib von warmem Wasser umspült? Ich höre nicht zu. Kaltes Wasser. Ich höre überhaupt nicht zu. Ich nicht. Nur, dass es immer so lange dauert, bis das Wasser eingelaufen ist. Oh, la, 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 la. Meine Wanne fasst hunderte von Litern. Einmal ist mir die Wanne sogar übergelaufen. Da stand das ganze Haus unter Wasser. Oh, you see, I've been through the desert. Es hat Stunden gedauert, das alles aufzufädeln. Oh, the horse with no name. Ich kann gar nicht beziffern, wie oft ich den nassen Feudel ausgewrungen habe. Fällt gut, Tobi. Immer nur patsch, flatsch. Out of the rain. Pitcha, pitcha, pitcha. Jetzt halt endlich die Klappe. So, wer von euch muss noch alles pinkeln jetzt? Geht aber noch weiter. Haus am Strand zu vermieten. 3 Etagen bei Erbe 4. Mein Cousin ist bei der Feuerwehr. Endlich auf, über Wasser zu reden.
Du kannst dir nicht vorstellen, was da für ein Druck auf diesen Schläuchen ist. Ich kann! Diese ungeheuerliche Wassersäule, die sich darin aufstaut. Und die Kraft, die entfesselt wird, wenn schließlich das Ventil geöffnet wird. Willst du, dass ich mir in die Hose mache? Willst du das? Ich höre ihn noch heute rufen. Wassermarsch! Wassermarsch. Wassermarsch! Lass mich in Ruhe. Lass mich doch einfach in Ruhe. Ich will doch einfach Ruhe. Ah, einen hätten wir noch, hä? Huh? Hast du Waterworld mit Kevin Costner gesehen? Der Film ist cool. Endlich auch über Wasser zu reden. Kannst du dir das vorstellen? Der ganze Planet bedeckt von... Nein. Wasser. Wasser. Und Wasser. Und Wasser. Und nochmals Wasser. Soweit das Auge reicht. Der Arme. Wasser. Ich gebe auf. Deiner Blase bin ich nicht gewachsen. Noch was? Oh. Hast du etwa das ganze Wasser das getrunken? Das wäre jetzt nur, wenn ich noch wieder was hätte. Erinnere mich nicht daran. Ich müsste eigentlich längst aufs Klo. Aber ich soll meinen Posten nie verlassen. Als wenn bei den Irren jemals irgendetwas passieren würde. Gott sei Dank bin ich, was das angeschifft, sehr strapazierfähig. Man nennt mich nicht umsonst Blase. Ah ja, da haben wir doch alles durch. Ich gebe auf. Deiner Blase bin ich nicht gewachsen. Noch was? Ich bin nicht der Neue. Ach ja? Und wer bist du dann? Da haben wir auch noch was gehabt. Geil. Ich bin ein Geräuschimitator, der sich auf Wasser spezialisiert hat. Was? Gluck, 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 gluck. Was ist das? Psst. Lass das. Glunk, 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 glunk. Lass das! Lass das! Noch weiter? Blub, 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 blub. Lass das! Wusch! Lass das! Wird der noch schlimmer? Kann man nochmal. Lass das! Die Vorstellung ist beendet. Ja. Endlich. Gibt's da noch mehr? Ich bin nicht der Neue. Oh, geil. Ja. Und wer bist du dann? Schon mal was von Thor, Gott des Donners, gehört? Na gut, Thor. Da kannst du ja auch einen blitzartigen Abgang machen, nicht wahr? Musst du doch irgendwas... Haben wir nicht noch irgendwo Wasser oder so? Bestimmt. Die Pflanze gießen oder so. Jetzt gehen wir erstmal zum Flur. Oh, WC. Guck mal. Was haben wir hier denn? Waschbecken, Spiegel, Seife. Die kenne ich aus der Origami-Therapie. Gib endlich das Handtuch frei. Holst du doch. Wie sehe ich eigentlich aus? Komisch. Irgendwie dachte ich, ich sei blond. Nein, du bist nicht blond. Ich wollte dich den benutzen. Wie unfair. Es verschwindet wieder in der Wand. Oh, nee. Man ist immer nur so verrückt, wie man sich fühlt. Okay. Dann bin ich ziemlich Spieglein, verrückt. Spieglein, Spieglein an der Wand.
Wer ist die coolste im ganzen Land? Oh, Edna, du rockst ohne Frage das Haus. Doch cooler wäre es noch, kämen wir langsam hier raus. Schöner Reim. Seife, Gründerin der Zivilisation. Wirst du mich von meinen Sünden reinwaschen? Die Reinigung, die du durch mich erfahren wirst, ist nur oberflächliche Natur. Für die vollständige Katharsis musst du erst Blut trinken, den Drachen töten und schließlich die Schuld des Vaters widerlegen. Ach, Seife. Okay. Aus deinem Mund klingt alles so leicht. Nee. Wir haben noch das Versprechen. Ein Becken, wie es im Bade steht. Vorhin saß ich noch in einer Zelle und redete mit der Wand. Doch nach stundenlanger Kombinationsarbeit stehe ich endlich auf der Herrentoilette und rede mit einem Waschbecken. Du denkst, du hast Probleme? Mann, ich bin das Waschbecken! Kann man das benutzen? Ah, cool. Guck mal, wir haben Wasserbecher. Oh nein! Der war so durchgesifft, dass er einfach im Wasserstrahl zerrissen ist. Oh, shit. Echt? In diesem Bild putzt Captain Unbrauchbar seine Ultraschall-Ohrstöpsel. In diesem Bild putzt Captain Unbrauchbar seine Ultraschall-Ohrstöpsel. Und was sagst du hierzu? Weil hier gibt's nichts. Ich glaube, ich habe alle Screens so gezeichnet, dass wenn man halt nicht genau hinguckt, sie einigermaßen korrekt aussehen. Wenn man aber ganz genau hinguckt und hier zum Beispiel das Bodenmuster, dann sieht man halt irgendwie, wie viel Einfallslosigkeit da reingeflossen ist. Akribisch habe ich diese Linien alle per Hand gezogen. Das muss irgendwann passiert sein. Ich habe übrigens damals noch nicht mit Zeichentablett gearbeitet, sondern mit Fineliner und ich habe keine Ahnung, wie ich diese Linien gemacht habe. Habe ich die nochmal extra eingescannt? Ich habe halt die Hintergründe auf Papier gezeichnet mit Bleistift und ich glaube, die muss ich extra eingescannt haben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich die mit der Maus gezogen habe. Ich glaube, die sind im zweiten Scan mitgekommen. Ja. Dann habe ich die Farbe von dieser zweiten Farbe nochmal mitmarkiert und reinkopiert und halt irgendwie die Farbe verändert. Okay. Bescheuert. Vollkommen bescheuert. Ich will aber einen Pappbecher haben, der hält. Oh, da ist noch eine Pflanze. Zieh mal die Pflanze. Was tust du da? Ich spreche pflanzisch. Aber Edna, Pflanzen können doch gar nicht sprechen. Im Gegensatz zu Stoffhasen. Okay, sagt er da auch. In da? Diesem Bild gießt ja. Nützlich Boy die Blumen vorm Tiefparterre Cave. Also mit den gleichen Sachen Boy ist nicht nochmal machen. Die Freiheit. Was macht die Familie? Ist Frau Fenster wohl auf? Danke der Nachfrage. Aber Frau Fenster und ich haben uns zerstritten. Warum? Fragen Sie mich nicht. Ihr Verhalten ist für mich vollkommen undurchsichtig. Was hast du ich mag dieses Knarzen der Bodendielen, die Finn in seinen Soundtrack eingebaut hat. Sowieso die Gitarrenmusik zu diesen eher ruhigen Screens, die keine andere Aufgabe haben, außer halt neue Türen zu öffnen, sodass der Spieler möglichst schnell verfordert ist mit den ganzen Möglichkeiten, wo er zuerst halt irgendwie ansetzen kann, um eine Lösung für sein augenblickliches Problem, was es auch immer ist, unterstreicht irgendwie, glaube ich, ganz gut die Stimmung, die ich insgesamt in dem Spiel haben wollte. Aber hier gibt es ja doch zwei Hotspots, eine Pflanze und ein Fenster. Sie haben nichts mit dem Spiel zu tun. Sind einfach nur da. Einfach nur da. Einfach nur da. So, ich will mir jetzt erstmal nochmal einen Becher holen. Kann ja nicht sein. Wenn er nicht dafür ist, muss er für was anderes sein, ne? Nehmen. Er ist genauso siffig wie der letzte. Und bestimmt genauso nutzlos.
nicht mehr. Einer ist mehr als genug. Und eigentlich schon zu viel. Okay. Gehe zur Flur. Dann haben wir hier noch eine Tür. Oh. Ach, hier haben wir ein bisschen mehr, ne? Gut, erstmal angucken. In der Mitte klebt ein Foto von Dr. Marcel. Bullseye! Selber! Die Darts fehlen. Oh, schade. Ich hätte ihm gerne zwischen die Augen geworfen. Guck mal, Harvey, Kaugummis! Hast du ein Kaugummi für mich? Ich wäre ein schlechter Kaugummiautomat, wenn ich keines hätte. Kann man den benutzen? Yippie! Da kommt ja wirklich was raus! Buah, alt und ungenießbar. Oh. Okay. Schade. Kaffee, Kaffee, göttlicher Trank. Ohne dich wäre ich stets krank. Kaffee, schwarz. Computer? Mist, die Replikatoren sind wieder im Eimer. Kann man das benutzen? Keine Filter. Und was noch wichtiger ist, kein Kaffee. Oh. Glipschi Waldmeister 2-Phasen-Powergel. Okay. Es gibt direktere Wege, um ihr zu sagen, dass ich nur Dreck laber. Dann gibt es ja gleich Kaffee. Endlich. Ist dir schon mal aufgefallen, dass Wasserhähne etwas Fallisches haben? Edna! Jetzt, wo mir das aufgefallen ist, werde ich wohl verdursten müssen. Hey, ihr Kreaturen des nassen Elements! Jemand zu Hause? Neptun? Klabautermann? Captain Iglu? Captain Iglu. Kann man den benutzen? Ah, cool. Überall erstmal. Ein Sperrholzbrett am Stiftscharnieren versperrt mir Einblick in die Hängekonsole. Hey, ich will mit dem Schrank reden. Ich kann mir vorstellen, dass es sehr deprimierend ist, eine Schranktür zu sein. Ach nein, wo denkst du hin? Naja, den ganzen Tag nur auf und zu, nichts dazwischen, keine Grautöne. Hey, projiziere deine Konflikte gefälligst auf deine eigenen Marotten. Ah, cool. Da ist ja ein bisschen was drin, ne? Nein, du sollst dir die angucken. Kannst du mitreden? Rhabarber, 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 Rhabarber. Okay. Schokobröckchen. Hergestellt aus Industrieschaum und Zucker. Hier steht, es gibt eine Überraschung im Inneren der Packung. Cool. Ich baue besser keine emotionale Bindung zu ihnen auf. Sonst fällt es später nur unnötig schwer, sie zu verputzen. Das ist richtig. Vitamino. Mit dem besten aus 3 ausgewählten Kaninchenstellen. Hört sich nicht lecker an. Hallo Müsli. Hallo. Ein ganzes Alphabet von Vitaminen und doch so wenig zu sagen. Kann man da irgendwas von nehmen? Nein, danke. Das ist mir zu gesund. Die Cornflakes kann ich nehmen, okay? So wie es aussieht, sind sie am Schrank festgetrocknet. Kann man die Seife nehmen? Glitschig. Okay. Captain Unbrauchbar isst Cornflakes nur mit warmer Milch und Zucker. Okay. Haben wir hier noch was? Fenster wieder. Geht die Sonne auf oder unter? Ich habe in der Zelle mein Zeitgefühl verloren. Spracherkennung gibt es erst in der nächsten Windows-Version. Vielleicht werden wir schon Windows 10.
Dann haben wir noch... Nützlich Boy hat die Superfähigkeit, Kaffee zu kochen, durch den man hindurchsehen kann. Nein, das nennt sich auch Wasser. Captain Unbrauchbars Achillesferse ist seine Blasenschwäche. Kann man den nicht? Kommt Yippie! Nur dieses ekelhafte da kommt raus? Ja wirklich was raus! Buh. Alt und ungenießbar. Aber du musst doch irgendwas mitmachen können. Ah, das kann ich aufmachen. Kann ich rausgehen? Nein. Die spuckt immer nach da, ne? Spucke ich dann irgendjemand auf den Kopf? Darf ich das ausprobieren? Funktioniert das? Yippie! Da kommt ja wirklich was raus! Buh. Alt und ungenießbar. Toll. Man spuckt es einfach nur raus. Hm. Okay, Poki, was hast du? Die Kaffeemaschine sieht übrigens genauso aus wie meine Kaffeemaschine zu Hause. Ich habe irrsinnig viel Kaffee getrunken. Und ich glaube, wenn man sich hier gerade die Linien an den Fenstern anguckt, dann sieht man das auch. Ja, gerade bei diesem Raum. Ich hatte tatsächlich, ich verrate das jetzt einfach mal, ich hatte pro Raum tatsächlich einen Dritteltag, um den fertig zu bekommen. Okay. Ich habe so ziemlich alle Screens von Edna bricht aus innerhalb von weniger als anderthalb Monaten gezeichnet. Ich hatte einfach nicht mehr Zeit. Ja, der Zeitdruck und der Kaffee äußert sich ziemlich genau in der Linienführung. Hier rechts im Bild zu sehen. Kaffeemaschine zentral im Bild, Linienführung rechts im Bild. Guckt es euch an. Oh, Edna bricht aus. Mein Name ist Poki. Vielen Dank. Oh mein Gott, oh mein Gott. Nebenbei mal